herzlich willkommen bei Eigenheim Berlin, hier bei uns in der Kantstraße 28 in Berlin-Charlottenburg. Aktuell zeigen wir zugleich drei verschiedene künstlerische Positionen. Zum einen die Fotografin Nina Röder mit ihrer umfangreichen, im letzten Jahr entstandenen Serie Champagner im Keller. Die Serie Champagner im Keller reiht sich in Röders Arbeiten über ihre Familie ein, in welchen sie Verlust und Trauer auf performative und humorvolle Weise begegnet. Als Nina Röders Großeltern im Jahr 2017 starben, musste die Familie deren Haus innerhalb einer Woche ausräumen und schließlich verkaufen. Die meisten Habseligkeiten der Großeltern wurden auf die Schnelle willkürlich eingepackt und im Keller eingelagert. In eben diesem Kellerräumen haben Nina Röder und ihre Mutter während des Corona-Lockdowns Porträts, Selbstporträts und Stillleben mit den aufgehobenen Gegenständen für die Kamera inszeniert und so eine Bühne für ein absurdes Theater geschaffen. Neben Nina Röder zeigen wir im vorderen Ausstellungsraum die Installationen und Objekte des 1994 in Lissabon geborenen José Daborda. Die Arbeiten von José Daborda untersuchen die Reaktion der Öffentlichkeit durch sensorische Provokationen. Seine Installationen und Objekte aus gebauten und vorgefertigten Elementen, aus mechanischen und digitalen Kompositionen setzen sich über die Grenzen der Wahrnehmung hinweg. Spielen wie in der Magie mit der Enthüllung und dem Verstecken. Und wie schon einst Tapies argumentierte, Kunst ist wie ein Zaubertrick. Der Betrachter muss ignorieren, dass es sich um eine Illusion handelt. José Daborda studierte Malerei an der Universität in Lissabon sowie freie Kunst an der Bauhaus-Universität in Weimar und hat mit Eigenheim Weimar Berlin schon in verschiedenen Ausstellungen und Editionen gewirkt. Im Eigenheim Berlin Salon zeigen wir darüber hinaus Arbeiten von Mazimba Wati. Mazimba Wati wurde 1982 in Harare, Simbabwe geboren und hatte zwischen Mai und Juni im Rahmen des Radio Art Residency Weimar sein Atelier bei Eigenheim Weimar. Nun zeigen wir die dort entstandenen Arbeiten bei Eigenheim Berlin im Salon. Darunter sind neben Objekten, Instrumenten und Kostümen, welche im Rahmen verschiedener Performances Verwendung fanden, auch Zeichnungen und Dokumentationen seiner Radio- und Sound-Performances. In diesem beschäftigt sich Mazimba Wati mit der Geschichte des Radios in seinem Heimatland und arbeitet die historische Dimension dieses Mediums für verschiedene sozialpolitische Umbrüche heraus. Wir, Konstantin Bayer und Bianca Vogt, freuen uns, Sie endlich wieder persönlich in unseren Berliner Galerieräumlichkeiten willkommen zu heißen. Bei weiteren Interesse schauen Sie sich gern bei uns auf der Webseite um unter www.galerie-eigenheim.de. Auf ein baldiges Wiedersehen bei uns in der Kantstraße.